Oh mein Gott, Leute, wir haben ihn einfach ausgeschaltet. Und dann sieht man hier genau, wie er jetzt noch rausgelaufen kommt und sogar noch meinen Lamborghini Urus klaut. Ja. Hey, Leute, Crymax hier. Was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft RP, Leute. Aber heute ist was richtig Schlimmes passiert. Ihr seht schon, die Polizei ist bei mir. Denn, Leute, bei uns wurde eingebrochen, Freunde. Oh Mann, mir wurde richtig viel geklaut. Officer, hallo. Gut, dass Sie so schnell gekommen sind. Bei mir wurde eingebrochen. Mein roter Lamborghini Urus, der hat genau hier geparkt. Der wurde mir geklaut und mir wurden all meine Spectrite-Blöcke geklaut. Alle Spectrite-Blöcke? Alle. Jeffrey, wo ist dein Klemmbrett? Du musst aufschreiben. Komm mal, ich zeig Ihnen das mal. Ich zeig Ihnen das mal, wo hier eingebrochen wurde. Also, das Auto wurde hier geklaut. Ich vermute mal als Fluchtwagen. Dann ist der Einbrecher hier reingegangen. Okay. So, dann hier durch. Hat hier mein Paul Berger Limo-Bild auch noch kaputt gemacht. So. Das sieht gar nicht gut aus. Dann hat er meinen Geheimgang gefunden, den man hier hinten öffnen kann. Ist hier in meinen geheimen Tresorraum reingegangen. So, dann hat er hier die Laserstrahlen abgebaut und hat hier all meine Spectrite-Kisten gelootet. Da ist gar nichts mehr drin. Sicher, dass Sie das nicht selber waren und die Versicherung... Nein, ich habe das auch alles auf Kamera. Kann ich Ihnen alles zeigen? Jeffrey, schreib auf. Er macht sich sehr verdächtig. Habe ich die Kameraaufnahmen? Ja, ich habe alles auf Kamera. Zum Glück habe ich ja immer Kameras in meinem Haus. Ich werde Ihnen das zeigen. Aber der Täter war maskiert. Also ich kann nicht viel anfangen damit. Zeigen Sie mir bitte, zeigen Sie. Ja, ich werde Ihnen das auf dem Monitor zeigen. Jetzt kommt aber erstmal mit raus. Ey, Leute, die denken jetzt auch noch, ich habe hier meine eigenen Sachen geklaut oder was. Die denken, ich lüge hier. Freunde, ey. Aber zum Glück, ich habe hier, wie gesagt, überall Kameras bei mir im Haus. So, kommt mal mit, ich zeige euch das jetzt mal hier. So, ganz entspannt. So, ja, warte mal hier. Ich werde Ihnen direkt zu Ihrem Auto, können wir hier direkt gehen. Da kann ich Ihnen die Software zeigen. Okay, komm, dann zeige ich Ihnen das jetzt mal hier. Ja, wir gucken jetzt mal rein, Leute. So, hier, ich zeige jetzt hier den Polizisten mal die Kameraperspektive. Ihr seht das jetzt hier. Da vorne ist jemand, da kommt eine maskierte Person angelaufen. Sieht man hier auf meiner Kamera. Freunde, jetzt gut aufgepasst. Der limitierte Burger Pommes und Paul Berger Merch erscheint diesen Samstag um 10 Uhr. Zu jeder Bestellung gibt es eine Autogrammkarte, die Single und eine Paul Berger Limo. Und es gibt sogar ein goldenes Ticket, bei dem ihr euch mit uns treffen könnt und ein Video mit uns machen könnt. Also Leute, Samstag 10 Uhr, lukasbs.de, let's go. Der schleicht sich hier erstmal so rum, Leute, in meine Einfahrt rein. Ihr seht, Leute, zu der Uhrzeit, um 12 Uhr war das hier, da war mein roter Urus auch noch da. Jetzt guckt er hier erstmal in mein Bentley rein. Da hatte ich zum Glück nichts drin gehabt. Also der Typ schleicht hier erstmal in meiner Einfahrt rum, Freunde. Hat hier extra sein Name-Tag ausgeblendet. Man sieht auch nicht, wer das ist. Hat eine Maske auf. Leute, habt ihr eine Idee, wer das sein könnte? Dann bedient er sich hier erstmal noch bei meinem Paul Berger Limo-Vorrat, Freunde. So, jetzt gucken wir mal weiter hier in Kamera. Dann geht er hier einfach in mein Haus rein. Und ich muss natürlich zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte auch vergessen, meine Tür zuzuschließen. Deswegen darf man aber trotzdem nicht einfach in fremde Häuser reingehen. Schleicht er hier einfach durch, der Typ, als gäbe es keinen Morgen. Schleicht er hier in meine Küche rein. Und jetzt wird es ganz komisch. Leute, ja? Guckt euch das hier mal an, ja? Der sieht die Kamera, weiß richtig, dass er hier auf Kamera ist. Und jetzt ist die Sache, Leute. Nur extrem wenige Leute wissen von meinem Geheimgang. Er wusste, dass ich hier hinter meinem Paul Berger Limo-Automaten einen Geheimgang hat. Aktiviert den Geheimgang und geht dann runter in meinen Tresorraum, Freunde. So, dann geht er hier runter in meinen Tresorraum, Leute. Ja, guck mal, jetzt hat er sogar einen Bergbaubohrer dabei. Siehst du das hier, Officer? Der wusste genau, was er hier macht, Leute. Repariert hier sogar noch kurz meine Bude. Wollte nur den Laser hier auseinandernehmen. Jetzt denkt er sich hier, oh, goldene Tresortür, da komme ich vielleicht nicht durch. Hat das Schloss aber aufgebrochen. Ja, genau. Und jetzt geht er hier rein und jetzt sind wir nämlich schon in meinem Tresorraum drin. Bedient sich hier erstmal noch kurz an meinen goldenen Äpfeln, Leute. Und guckt euch das an. Alter, das ist wirklich kriminelle Energie. Und jetzt lootet er hier all meine Spectrite-Vorräte leer, Leute. Guckt euch das an. Systematisch geht er hier an alle meine Kisten, macht alles leer. Aber ich kann keine Namen erkennen. Also ja, natürlich nicht, weil er seinen Namen geändert hat. Und dann sieht man hier genau, wie er jetzt noch rausgelaufen kommt und sogar noch meinen Lamborghini Urus klaut. Ja, also sehen Sie, Polizei, ja, ich wurde hier voll ausgeraubt. Ich habe alles gesehen. Ja, Anzeige, macht mal was. Guck mal, hier ist das Tablet, da sind alle Aufzeichnungen drauf. So. Jeffrey, setz dich rein und schreib schon mal die Anzeige. Ja, okay, und was passiert jetzt?
Was passiert? Gar nichts. Wie? Anzeige gegen Unbekannt. Wir können nichts machen. Was sollen wir tun? Der wir haben Täter nicht gesehen. Leute befragen, ja, ob die was gesehen das haben. Zeit. Wir haben viele kriminelle Delikte in der Stadt. Hallo, wir wurden hier vielleicht 10 Stacks Netherite, Spectrite-Blöcke geklaut, mein Lamborghini Urus. Das ist doch ein riesen finanzieller Schaden für mich hier, Polizei. Wir wissen nicht, wer das war. Wo also liegt das? Wissen? Das ja, dafür seid ihr doch da, Polizei, um das rauszufinden. Jeffrey, wir fahren nach Hause. Noch einen schönen Tag. War es das jetzt einfach oder was? Ja, klar war es das. Wir ermitteln gegen Unbekannt und irgendwann kriegen sie Post vielleicht, aber wird eh eingestellt. Ey, Leute, die sagen schon, wird eh eingestellt, weil die nichts machen können. Ey, Leute, was können diese Polizisten hier eigentlich? Ey, Freunde, bei uns wurde übelst krass eingebrochen. Uns wurde richtig viel geklaut und ich habe keine Ahnung, wer das war. Wir müssen uns irgendwie selbst darum kümmern, weil die Polizei macht ja irgendwie nichts. Wisst ihr was, Freunde? Ich werde das jetzt selbst in die Hand nehmen. Ich werde jetzt hier anfangen, die anderen YouTuber zu befragen. Irgendeiner von denen muss es ja gewesen sein. Und wenn wir wissen, wer es war, Leute, dann werden wir uns rächen, Freunde. So ein Ding wird das. Wir fahren jetzt erstmal bei Alphastein vorbei, Leute. So, das wird hier unser erster Anhaltspunkt sein. Alphastein will ich jetzt hier mal genau befragen. Der soll mir jetzt hier mal sagen, was er heute um 12 Uhr so gemacht hat. Alphastein, rauskommen! So, Alphastein, wo bist du? Rauskommen jetzt hier! Ich hab geschlafen wie ein Engel! Geschlafen wie ein Engel, da bist du ja, Alphastein! So, mach die Waffe weg. Komm runter, runterkommen, rauskommen. Ja, ich weiß, dass du mich ausgeraubt hast. Ich hab dich ausgeraubt, ich hab gar nichts gemacht, der Crime, ich soll dich ausrauben. Leute, ich sag ehrlich, ich glaube, Alphastein hat schon öfter Faxen gemacht. Also, mir wurde heute mein Lamborghini Urus und 10 Spectrite-Blöcke geklaut. Also, Alphastein, wo warst du heute um 12 Uhr? Ich war bei der Arbeit, beim Lidl, bei mir läuft nicht mehr. Ah, du warst im Lidl gewesen, kannst du mir das beweisen? Ja, in den Kameras sieht man das und Jeffrey ist Okay, bei den Kameras sieht man das. Ja, dann komm mal mit, ich will die Kameraaufzeichnungen sehen, ob du da warst. Oh, ich kann doch einen Tipp geben, mein Crime. Ich glaube, ich weiß, wo das war. Ich habe immer jemanden zu reden gehört, dass jemand reicher werden will. Ach, und so. Wer denn? Ja, also ich will ihn eigentlich verpetzen, aber dem gehört das Haus da vorne. Ente? Wie, was hast du? Ja. Denkt ihr, das könnte Ente gewesen sein? Ente wird schlecht bezahlt von Stand Performance. Vielleicht. Gut, man muss natürlich überlegen, Leute, wer hat Grund, einen auszurauben? Ente wird schlecht bezahlt, aber Alphastein, dein Lidl läuft auch sehr schlecht, ich weiß das. Du brauchst auch unbedingt Geld. Du machst dich auch verdächtig. Ich habe viele Businesses, du weißt, ich habe ein Business in der Stirn. Komm, wir fahren jetzt zum Lidl, du zeigst mir jetzt deine Kameraaufzeichnung. Kein Problem. So, ansonsten werde ich Anzeige gegen dich erstatten. Du hast schon so oft bei mir Ärger gemacht. Dir vertraue ich am wenigsten. So. Ja, mich kannst du dran, Bro. Okay, komm. Zeig mir jetzt deine Kameraaufnahmen. Ich will es sehen. Zeig ich dir, komm. Okay, Leute. So, dann gucken wir uns das mal an. Ja, er hat ja wirklich überall Kameras. Also er müsste uns das ja jetzt hier wirklich beweisen können. Ich muss kurz Kameratablet holen, Moment. Ja, gut, cool. Hol mal dein Tablet, ich werde hier warten. So, wir warten mal. Ich will jetzt hier wirklich die Aufzeichnungen sehen, Leute. So, Leute. Leute, da ist er ja wieder. Dann zeig mal jetzt die Kameraaufnahmen. Guck dir die Aufnahmen los, schau dir die an. Dann wollen wir doch mal sehen, ob Alphastein jetzt hier ehrlich war, Leute. Wir schauen jetzt auf die Kamera rein. Ihr seht, es ist 12 Uhr, Leute. Also wir sehen oben hier auf der Uhrzeit, es ist 12 Uhr, Leute. Und Alphastein läuft hier wirklich gerade in seinem Laden rum, zu der gleichen Zeit. Ah, okay, das gibt ihm natürlich ein ziemlich gutes Alibi, Leute. Okay, der macht da irgendwie hier Brot rein und oder Steaks in sein Ding. Okay, Leute, sein Laden läuft ja wirklich gar nicht gut. Aber, Freunde, ich muss sagen, Alphastein, ich glaube leider, ich muss ihm heute mal glauben. Er hat ja auch gar nicht so einen grünen Trainingsanzug. Warte mal, Stani hat doch immer so einen grünen Trainingsanzug. Aber als ob das Stani war, Leute. So, also man muss wirklich sagen, Alphastein macht hier nur seinen Job. Na gut, Alphastein, hier hast du dein Tablet wieder. Ich vertraue dir jetzt mal. Ja, gut, du warst wohl wirklich nicht. Na gut, mach's gut, also, Alphastein. Pass auf jeden Fall auf Ente auf, der ist gefährlich. Ente sagst du. Okay, wisst ihr was, Leute? Also ich muss sagen, Alphastein war es nicht gewesen. Alphastein hat aber die Vermutung auf Ente gelenkt. Und ich muss leider sagen, auch wenn Stani einer meiner längsten Freunde ist, hatte der Typ aber leider wirklich so einen grünen Trainingsanzug an. Und so läuft doch auch Stani.
Bunny immer rum. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt mal bei Ente vorbei und guck mal, ob der zu Hause ist. So. Okay, gucken wir mal, ob der das gewesen sein könnte. Hallo, Ente. Ente, bist du hier zu Hause? Wenn er nicht hier zu Hause ist, Leute, dann ist er vielleicht auch auf der Arbeit. Bei Stani Performance. Dann kann ich mir sogar beide einfach mal gleichzeitig schnappen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich glaube, der ist sogar wirklich nicht zu Hause. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wir werden jetzt mal zu Stani Performance fahren. Dann treffen wir da Ente und Stani direkt. Und dann werden wir schon rausfinden, wer bei uns eingebrochen ist, Leute. Let's go ab zu Stani. So, Leute, hier sind wir auch schon bei Stani Performance angekommen. Und jetzt werde ich mir die zwei auf jeden Fall mal vorknüpfen. Ich lasse mich hier nicht einfach so ausrauben, Leute. Ey, Ente! Ey, Box, was geht? Ey, Ente, wie siehst du denn aus? Seit wann hast du so einen grünen Trainingsanzug an? Ich dachte, nur Stani hat sowas an. Ich finde den super cool. Wie findest du den? Ja, finde ich auch sehr cool, den Trainingsanzug. Ich habe mir sogar einen Bart angeklebt. Habe ich mir aufs Auge was geklebt. Kann es sein, dass man hier als Stani-Performance-Mitarbeiter so einen grünen Trainingsanzug jetzt tragen muss? Ja, natürlich. Der ist fresh, oder? Ja, sieht gut. Leute, der hat hier sogar eine Maske in der Hand. Leute, unser Einbrecher hatte einen grünen Trainingsanzug und eine Maske. Ey, warum hast du so eine Maske an, Ente? Ey, die habe ich im Müll gefunden. Ich fand die mega cool, aber die riecht ein bisschen... Also Leute, ganz, ganz komisch. Der sieht doch genau aus wie unser Einbrecher. Du, Ente, ich muss dich leider mal was fragen. Was denn? Was hast du heute um 12 Uhr gemacht? Da hatte ich Mittagspause gerade. Aha, Mittagspause. Und kann das jemand bezeugen? Also du warst hier auf der Arbeit, oder was? Nein, ich bin woanders hingegangen. Ah, okay, okay. Und wo warst du um 12 Uhr? Sagen? Ja! Ah, okay, 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 okay. Bei McDonald's. Aber bei bist McDonald's. Das da? Ich darf davon nichts wissen. Ich habe nichts mitgebracht, bitte. Okay, und kann das jemand bezeugen, dass du da warst? Hat dich jemand gesehen, dass du ein Alibi hast? Bestimmt die Villager oder die Kameras bei McDonald's mit so welche gibt, keine Ahnung. Aha, okay, okay. Ich werde mal nachfragen. Ich werde jetzt erstmal mit Stani quatschen, ja? Leute, sehr, sehr interessant. Also Ente bis jetzt mein Hauptverdächtiger. Sieht ja übelst suspekt aus hier, Leute. Und das Ding ist aber, er hat ja gerade gesagt, dass er zu der Zeit allein im Laden war. Das heißt, Stani war wohl auch nicht hier. Der war auch irgendwo gewesen. Ey, Stani! Ey, Max, Junge, was machst du dir? Was geht? Alles fit, oder? Mir geht's sehr gut, wie geht's dir? Ja, ich renoviere hier oben gerade ein bisschen. Renovieren ist ja ziemlich teuer, ne? Läuft wohl gut bei dir, hast wohl viel Geld, ne? Wir haben hier viele Autos verkauft und viel Geld bekommen, da läuft's schon. Leute, ich sage euch ehrlich, also Stani hat wohl gerade viel Geld zum Renovieren. Okay, mal gucken, wo er das Geld her hat. Ja, einen schönen grünen Trainingsanzug hast du da auch, Stani. Du merkst, den Trainingsanzug kann ich schon immer, weißt du doch. Ah, das bist du neidisch oder was? Leute, ich werde ihm jetzt mal erzählen, dass bei mir eingebrochen wurde und dann bin ich mal gespannt, wie er reagiert. Du Stani, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Ja, und zwar bei mir wurde leider eingebrochen. Ach so, ja, das ist ja krass. Das ist ja, also das ist ja wirklich, Max, geht's dir gut? Leute, der reagiert übelst komisch. Hä, der macht einfach so, als würde sie, ja, mir geht's gut. Ja, der war gar nicht schockiert. Ja, aber ist natürlich klar, so ein reicher YouTuber, so wie du es bist, der zieht ja, natürlich. Ist das Stani? Ja, Ente, was los? Leute, also Stani auch komisch. In welche Farbe soll ich den Urus doch umfärben, den roten, ne? Ente, roten Urus umfärben? Leute, habt ihr das gerade gehört? Ente, der Mitarbeiter von Stani, hat hier gerade gefragt, in welcher Farbe er den roten Urus umfärben soll? Uns wurde doch ein roter Urus geklaut. Stani, du, der rote Urus, der gerade umlackiert wird. Komischerweise wurde mir heute Morgen so einer geklaut. Was? Oh, ich sag dir ehrlich, sobald ich einen roten Urus sehe, werde ich dich natürlich direkt informieren, Max. Ich muss leider fragen, wo hast denn du den roten Urus her, der jetzt gerade umlackiert wird? Den muss Ente jetzt, Ente, fahr mal den roten Urus schnell in die Werkstatt von meinem Kollegen Benny. Okay, danke, Ente. Ey, ganz komisch alles. Aber wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt mal Stani noch fragen, wo er heute so um 12 Uhr so war. Weil wir wissen ja von Ente, dass er nicht hier war. Und wenn er jetzt sagt, dass er hier war, dann wissen wir 100%, dass er lügt. Stani, du mal noch eine letzte Frage. Tut mir leid, ich muss es wegen der Polizei so fragen. Wo warst denn du heute so, ja, so um 12 Uhr gewesen? Ja, ich war hier im Auto. Was soll ich denn sonst gewesen sein, Max? Was ist das für eine Pfandfrage? Nein, Leute, Stani lügt uns an.
Ja, gut, okay, alles klar, das ist alles, was ich wissen muss. Dann tschüss, Stani. Oh, hey, mach's gut. Wenn du was brauchst, kommst du her, ne? Ja, ja, mach ich. Super, tschüss. Ey, Leute, ich kann das nicht glauben. Stani, unser längster Freund hat uns ausgeraubt. Mann, du sollst das Auto wegbringen, hab ich gesagt. Ich hab's doch gefärbt. Mal, wir hören da nochmal kurz zu. Andere Farbe. Ja, färb schnell los. Ey, Leute, wo sind die denn? Wo höre ich die denn hier reden? Oh, das sind die. Ergebnis, Stani. Das ist noch viel besser für einen Urus. Die haben meinen Urus gelb gefärbt. Fahr den Verkaufsraum, Ente. Okay. Okay, Leute, ganz fragst, komisch hier alles. Wenn irgendjemand fragt, wie lange wir das Auto haben, sagst du, wir haben den schon lange hier, ja? Okay, bist du, Stani. Und jetzt soll Ente auch noch lügen? Mit der Haltedauer? Also Leute, ich sage euch ehrlich, ich glaube leider wirklich, Stani war es, der uns ausgeraubt hat. Ich meine, überlegt mal alles, was wir gehört haben oder was wir wissen. Wir wissen, der Täter hatte einen grünen Anzug an. Könnte Stani und Ente sein. Stani hat gelogen, dass er hier war. Er war nicht hier, haben wir von Ente auch gehört. Ente hat uns gesagt, dass er die Maske im Müll gefunden hat. Stani hat die bestimmt beseitigt. Dann ist unser Urus jetzt auch noch da gewesen. Stani hatte Geld zum Renovieren, wahrscheinlich unsere Spectrite-Blöcke. Ey Leute, Stani hat uns einfach ausgeraubt. Das kann nur er gewesen sein. Oder was denkt ihr? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare rein. Ich sage euch ehrlich, Leute, das wird Rache geben. Ich werde mich jetzt bei Stani rächen und wir werden uns unser Geld jetzt Stück für Stück wiederholen, Leute. Ihr werdet sehen. Ich werde auch jetzt mal einbrechen bei ihm. Das Spiel kann ich auch spielen. Ich werde Stani jetzt einfach Stück für Stück seine Autos wegnehmen, Leute. So ein Ding ist das jetzt einfach, ja? Wir werden jetzt mal kurz abwarten, ob wir da mal eine Schwachstelle finden. Wir gehen mal kurz hin, hören mal zu. Vielleicht müssen die ja gleich irgendwie ein Auto ausliefern, wegbringen oder so. Und dann können wir die ja direkt ausrauben. So, warte, wir schleichen uns hier mal rein, Freunde. Oh, da vorne stehen die gerade. Wir hören mal zu, was die so sagen. So, Ente, wir müssen jetzt zu einem sehr wichtigen Kunden fahren. Und zwar siehst du diesen M4 hier? Ja. Den müssen wir ausliefern. Den M4 müssen die ausliefern, okay. Okay, bist du Stani, wohin? Wir müssen den ausliefern und du musst den vor Ort putzen, okay, Ente? Okay, werde ich machen. Okay, okay, das ist sehr gut. Ente geht schon mal weg mit dem M4. Ich sage euch ehrlich, aber Leute, so ein M4, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht, ein M4 zu klauen, ja? Was soll ich mit einem BMW M4? Wir müssen hier die richtig krassen Luxusautos aus dem Stani Performance Millionärs Autohaus klauen da drüben, ja? Ihr seht schon, aber das ist mit einer Keycard gesichert. Wir werden jetzt einfach gleich mal Stani überfallen, dass er uns da eine Keycard gibt und einfach sein erstes Auto klauen. Wir klauen uns jetzt hier richtig die Millionärs Autos, ja? So, wir ziehen jetzt hier erstmal schön unsere Maske auf, Leute. Jetzt sind wir hier mal der Einbrecher und da vorne ist Stani, Leute. Da vorne läuft er. So, wir werden ihn jetzt mal kurz überfallen. 3, 2, 1 und hallo! Hallo! Hey! Überfall! Hey, beruhig dich, Mann, Alter! So! Hey, was ist dein Problem, Mann? Ich bin hier ein ehrliches Autohaus! Ja, ehrliches Autohaus! Okay, Leute, wir verstellen hier ein bisschen unsere Stimme. Wer kommt mir bekannt vor, Alter? Mann. Was? Wer kommt dir bekannt vor? Du kommst mir bekannt vor, Mann! Du hast die gleichen Sachen wie mein Kumpel iCrimex an! Ja, aber das ist meine Tarnung! Ich würde das niemals machen! So, quatsch nicht! Rüber ins Millionär-Autohaus! Du kommst da aber nicht rein, weil du kein Millionär bist. Ja, dafür habe ich dich mit der Keycard. Los. Schneller, geht, aufmachen. Geht nicht. Piep, gib mir die Keycard. Gib mir die Keycard. Ja, okay. Mitkommen. Oh, Mann, ey. Oh mein Gott, die Autos sind alle GPS getrackt, Mann. Ich würde nicht gerade rein. Ey, Leute, der hat hier so krasse Autos. Mit was soll ich anfangen? Wisst ihr was? Ich werde jetzt hier erstmal einen fetten Ferrari SF90 klauen. So, und aber Stani müssen wir ruhig stellen, damit der jetzt hier nicht direkt die Polizei ruft. So, Junge, jetzt mitkommen. Hier, mitkommen. Das ist ein großer Fehler, den du machst, Alter. Ja, quatsch nicht. Okay, Leute, wir werden jetzt mal kurz geiseln. So, Hände hinter den Rücken jetzt hier. Los. So, jetzt habe ich dir deine Hände verbunden und jetzt drop mir hier noch einen Schraubenschlüssel. Drop mir einen Schraubenschlüssel, los! Ja, beruhig dich mal. Los, Junge! Okay, sehr gut. So, zack. Oh, Leute, guck mal, wie wir mit ihm seine Hände gefesselt haben. Das wirst du bereuen, Alter. Ja. So, welches Auto ist hier das teuerste? Hä? Welches soll ich klauen? Der Ferrari. Oh, Leute, ich glaube, der lügt zwar. Der Bugatti ist der teuerste, aber ich habe trotzdem Bock, den Ferrari zu klauen. So, den bauen wir jetzt hier mal ab, Leute. Wir müssen jetzt zwar hier unser Geld wieder reinholen, was der uns geklaut hat. Nein, warte mal. Wir brauchen ja die Schlüsselkarte.
Wir brauchen die Schlüsselkarte, um hier wieder rauszukommen. Ey, gib mir die Schlüsselkarte sofort hier. Drop die Schlüsselkarte. Wir sind jetzt hier eingesperrt. Haha. Ja, gib sofort die Schlüsselkarte her, sonst knallt's hier. Ja, okay, warte, ich drop dir die, Mann. Ah, geht doch. Okay, Leute, ja, nimm die Schlüsselkarte. Stani ist geknebelt, der kann sich da endlich bewegen. Polizei rufen. Ja, ruf die Polizei. So, und wir haben unser erstes Auto geklaut und damit werden wir jetzt erstmal abhauen. Oh, Leute, aber wir müssen das irgendwo gut verstecken. Nicht, dass das jetzt hier direkt auffällt, weil das echt heiße Ware, Leute. So ein roter Ferrari, der geklaut wurde, das fällt natürlich sehr, sehr stark auf. Den müssen wir jetzt erstmal gut verstecken. So, oh, so, zack, zack, zack. Ja, gut, ich glaube, das fällt hier nicht auf, als ob die jetzt hier direkt bei mir in der Einfahrt schauen werden. Macht ja nichts. Also das erste Auto haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal geklaut. Und ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall direkt weiter mit dem nächsten Auto. Ja, das reicht noch nicht. Das ganze Geld, was der uns geklaut hat, da können wir direkt noch ein bisschen mehr klauen, Leute. Let's go. Okay, Leute, da vorne ist Gianni Performance. Hey, da ist ja mittlerweile Polizei. Ich wurde hier gerade ausgeräumt, Mister. Ausgeraubt. Ich sehe. Oh mein Gott. Wie sieht der Täter aus? Der Täter sah aus wie iCrimex, aber das war nicht iCrimex. Boah, sehr gut. Okay, Stani denkt schon mal, dass wir das nicht waren. Das ist schon mal sehr gut, Leute. Wir sollten auch mal unsere Maske abziehen. Dann habe ich keine Ahnung, wer war. Ich kann nicht sehen, wer Maske hat. Du musst doch trotzdem ermitteln. So, Stani, wie schmeckt dir das? Du bist ein Müllpolizist, Mann. Du musst doch gucken. Anzeige gegen Unbekannt. Du musst doch die Leute befragen hier und alles. So, Stani, wie schmeckt dir deine eigene Medizin, wenn die Polizei nichts machen kann? Sehr gut. Ich muss Donuts, kaufen gehen. Die Polizei ist wirklich nur Faulpelze, Alter. Ich habe Hunger. Ich werde mich beschweren bei deinem Chef, Alter. Ohne Spaß. Ey, die Polizei macht ja echt gar nichts, Leute. Aber wisst ihr was? Das bringt mich hier direkt auf die nächste Idee, wie wir Stani das nächste Auto klauen könnten, weil jetzt ist er natürlich bestimmt vorsichtiger, Leute. Und zwar, ich werde mich als nächstes als Fake-Polizist ausgeben. Ich werde jetzt einfach mal diesen Polizisten da verfolgen, gucken, wo der hinfährt und dann werde ich mir einfach seine Ausrüstung, seine Uniform und sein Auto klauen und werde mich dann einfach als Fake-Polizist ausgeben, Leute. So ein Ding ist das. Leute, wo fährt der denn hin, der Polizist? Der muss doch irgendwo mal halten. Der wollte doch Donuts holen. So, was macht denn? Oh, der hält der so. Was macht der da, Leute? Okay, aber ich glaube, das ist ein guter Moment, um den mal auszuprobieren. Zu rauben und zu überfallen. Hey, noch! So. Quatsch nicht! So. Sonst kriegst du einen übergeknüppelt. Ja, mitkommen. Ich will noch meine Donut essen. Dein Donut, ja, dein Donut kriegst du mitkommen. Ich komme. Hier schön hinter die Hütte, ja? Oh, Leute, jetzt müssen wir den eigentlich. Ja, du hast auch eine. Oh, nein, wir müssen nachladen. Ich kann damit nicht umgehen. Bam! Oh mein Gott, Leute, wir haben ihn einfach ausgeschalten. Okay, wir schnappen uns jetzt kurz die Klamotten von ihm, Leute, und werden uns als Fake-Polizist ausgeben. Ey, Leute, guckt euch das mal an, wie krass wir aussehen. Wir sehen jetzt einfach richtig wie ein Polizist aus. Okay, aber wir müssen uns natürlich auch richtig gut wie ein Polizist verhalten. Deswegen, ich gucke hier mal in den Kofferraum, was da noch drin ist. Guck mal hier, Polizeijacke, Hut, gibt's auch noch Pistole. Hut, Leute, dann schnappen wir uns mal noch ganz kurz hier die ganze Dienstuniform. So, den Hut können wir hier noch einmal aufsetzen. Dann ziehen wir hier noch einmal die schusssichere Weste an. Jetzt sind wir hier der Polizei-Ober-Oberkommissarmeister. So, gut, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal wieder zu Stani. Und dann kann ich ja einfach so sagen, dass wir wissen, wer es war. Und dass wir in einer ganz heißen Sache auf der Spur sind, aber noch ein paar Beweismittel brauchen und dann einfach noch mehr Autos beschlagnahmen. So, zack. Hey, du da vorne, du hast meine Skin geklaut. Was? Wer ist das? Du hast meine Minecraft-Skin geklaut hier. Was ist das für ein NPC? Was ist das für ein NPC? Ich bin der Polizeioberkommissar. Ich bin der Kommissar. Du bist Snowskin. Bam, Beleidigung. Du Betrüger. Oh, Leute. Boah, Junge. Das war knapp, ey. Der wollte mich hier verpetzen. Alter, greift die Polizei jetzt endlich mal durch, oder was? Hey, wir sind Spezialeinheit. Ich bin jetzt hier für den besonders schweren Fall, weil hier so teure Autos geklaut wurden. Ne? Ja, ihr Kollege war vorhin hier. Das war voll der hat gar keinen Plan gehabt. Das war voll das war die normale Polizei. Die wissen gar nichts hier. Sehr gut. Ja, hier wurde eingebrochen von einer kriminellen Organisation. Wir sind auch schon einer ganz, ganz heißen Spur auf den Fährten. Also wir vermuten, ich kann Ihnen ja mal sagen, wen wir hier vermuten. Also so unter uns, wir vermuten, dass da Don Alpha dahinter steckt. Was? Wir brauchen nur wenige Beweise zum Durchbruch und deswegen müssen wir hier noch ein paar... Ich werde auf jeden Fall kooperieren, alles was Sie wollen. Sehr gut. Dann müssen wir einmal hier ein paar Beweismittel noch konfiszieren. Ja, warte, woher haben Sie die Karte? Ja, das ist... Ja, das ist vom Präsidenten, ja, wir sind Sondereinsatzkommando, wir haben Karten, um überall durchzukommen.
Aber Sie sind auch wirklich Polizist, ja? Oh Leute, das war gerade echt ein bisschen verdächtig, wir müssen aufpassen. Natürlich, wir sind die Sonderpolizei für die so harte Fälle hier. Ach so, okay, ja, vielleicht haben die überall Zugang, ich weiß auch nicht, komisch. Genau, wir müssen jetzt hier noch einmal konfiszieren, genau, Bugatti muss leider konfisziert werden, da könnten Fingerabdrücke dran sein, ja. Ach, Fingerabdrücke, ja, genau, aber der hat ihn eigentlich gar nicht angefasst. Ja, das werden wir beurteilen, lassen Sie mal uns unseren Job machen. Und, ja, der war hier in diesem Bereich, war der hier unterwegs. Ah, hier in diesem Bereich, genau. Was haben wir hier? Ferrari pure Sangue und ein Bentley. Der sollte die Blöcke abbauen, der hat die Blöcke hier berührt. Nee, die Blöcke, alles gut, das sehe ich schon, da ist nichts dran. Sie sind ja der Autoexperte. Welches der beiden Autos ist teurer? Ja, der Ferrari ist teurer. Gut, hier vermuten wir auch Fingerabdrücke an dem Ferrari. Hä? Genau. Aber der war doch gar nicht an das Auto dran. Ja, das lassen Sie uns mal unseren Job machen. Das werden wir beurteilen, ne? Das werden wir beurteilen. Okay, gut. Okay, so, dann kommen Sie mal bitte mit, Herr Stani. Ja, Leute, ich werde ihn jetzt mit. Hier richtig ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Ja, wir müssen noch einmal leider ihre Konten einmal konfiszieren, ja. Hä, meine Konten? Ja, genau, Konten. Ja, wir müssen natürlich die Geldein- und Ausgänge auch hier tracken. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. So, einmal bitte Zugriff auf Ihre Finanzen hier. Ja, ja, genau, die Konten müssen wir pfänden jetzt hier, ja. Mein Konto ist hier, aber das hat auch gar nichts mit dem Fall zu tun. Ah, Spectride-Blöcke. Aha, okay. Das ist Telefon. Oh, muss ich mal kurz gehen so, ich ran ans Telefon. Oh, Leute, wir haben schon richtig viel Geld zurückgeholt. Du bist das Study. Das Enterntelefon. Ja, ich hab laut, der Polizist ist hier gerade. Ganz vorsichtig, in der Stadt ist ein Fake-Polizist unterwegs. Oh, oh. Was, ein Fake-Polizist? Oh, Leute, ja, ich muss dann, ich werde dann mit der Arbeit jetzt weitermachen. Ey, warten Sie mal kurz. Ich werde dann jetzt hier mit der Arbeit weitermachen. Ja, ich möchte mal kurz Ihren Dienstausweis sehen. Hallo? Dienstausweis habe ich nicht dabei. Den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Bleiben. Das hast du davon, Stani! Alter, Max, Junge! So! Oh mein Gott, Leute, wir hauen jetzt hier ab. Stani hat jetzt hier gerade schon vermutet, dass da was falsch läuft. Der kann ruhig wissen, dass ich das war. Wir haben uns unser Geld zurückgeholt. Ich sage euch ehrlich, mit den beiden Ferraris und den 5 Stack Spectride-Blöcken, sogar 6 Stack Spectride-Blöcke. Ich glaube, damit sollten wir unser Geld halbwegs wieder raus haben, Leute. Aber das hat er davor, der hat es mit dem Falsch angelegt, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.